Parlamentarischer Abend im Bayerischen Landtag. Das Thema Finanzkrise und nachhaltiges Wirtschaften. Alexander Muthmann, stellvertretender Fraktionschef und wirtschaftspolitischer Sprecher der Freien Wähler, hat hierfür einen renommierten Referenten eingeladen. Klaus Hipp, dessen Firma von der Wirtschaftswoche als das vertrauenswürdigste Unternehmen Deutschlands gekürt wurde. Hipp gilt seitdem als König der Nachhaltigkeit. Herr Hipp, was bedeutet Nachhaltigkeit für Sie? Nachhaltigkeit ist vor allem, die Welt lebens- und liebenswert für die nächste Generation zu erhalten. Und das umschließt nicht nur die Schöpfung, sondern da geht es auch um Geld, dass man keine Schulden macht. Und es geht auch darum, dass wir der nächsten Generation Kultur weitergeben, vermitteln und alles tun, dass schlussendlich gut ausgebildet die jungen Leute sind. Aber ein gebildeter Mensch muss das Ziel sein. Sie haben heute auch über Ethik und Wirtschaft gesprochen. Wie lässt sich das vereinbaren? Der Begriff des ehrbaren Kaufmanns, der ist heute noch genauso aktuell wie früher. Man kann einen anderen höchstens einmal anschwindeln, aber zweimal geht's nicht. Und wenn man langfristig Erfolg haben will, dann geht's nur auf anständige Weise. Ihre Firma gilt als das vertrauenswürdigste und nachhaltigste Unternehmen Deutschlands. Wie erklären Sie sich das? Wir machen seit über 50 Jahren schon biologischen Landbau. Wir haben uns also um diese Fragen schon gekümmert, vor Jahren, wie noch kein anderer dran gedacht hat. Damals gegen die Politik, gegen die Wirtschaft, gegen die Wissenschaft, gegen die Landwirtschaft. Und haben uns dann sehr früh auch um die Fragen der Nachhaltigkeit gekümmert. Dadurch, dass wir ein sehr sensibles Produkt haben, das mit viel Vertrauen verbunden ist, haben wir sicher einen Vorteil, auch bei anderen Fragen entsprechend gehört zu werden. Wirtschafts- und Finanzkrise. Was muss die Politik Ihrer Meinung nach tun? Die Politik hat genug Gesetze, die sie anwenden kann, um solche Dinge zu verhindern. Was passiert ist, das war Casino-Mentalität, Spekulation, und das ist sicher keine reelle, ordentliche Art und Weise zu wirtschaften.